Hallo zusammen! Ich wollte heute ganz kurz auf Anfrage von Winnie nochmal erklären, wie die Atmung von Dr. Joe Dispenza funktionieren soll. Und auf jeden Fall funktionieren soll, weil ich sehe mich jetzt hier nicht als irgendwie der Superprofi. Ich war einzig und allein im Advanced Workshop in Sardinien diesen April und habe dort eine Woche lang das dürfen miterleben und immer wieder die Erklärungen hören. Und es gibt viele, die hier neu sind oder neu einsteigen, und das ist ja auch das Ziel, warum ich uns hier so zusammengebracht habe. Also ich sehe es überhaupt nicht an, dass ich hier irgendwie mehr zu sagen habe. Ich moderiere das Ganze nur einfach und versuche zu helfen. Und der Winnie wollte das nochmal hören, und zwar, wie funktioniert die Atmung? Und da will ich einfach mal anfangen, damit das Dr. Joe sagt immer auf Englisch, you pull the mind out of the body. Und das heißt übersetzt, du ziehst den Geist aus dem Körper. Also der Geist, das logische Denken in dem Moment geht raus aus deinem Körper. Dein Körper wird im Prinzip direkt zur Quelle oder zu dem Raum, the space, in dem alles ist oder nichts ist, oder der Raum aller Möglichkeiten oder auch der Raum, wo nichts ist, weil wo nichts ist, ist auch alles. Und eben das Feld. Es gibt so viele Bezeichnungen dafür. Und unser Geist, unser Denken, das steht uns halt oft im Weg, in diesen Raum einzutreten und uns mit diesem Raum zu verbinden, mit dieser kreativen Energie. Und die Atmung, die er eigentlich auch vor jede Meditation stellt in diesen Advanced Workshops, dient dazu, dass wir eben unseren Geist, unser Denken langsam, hi Lucy, unser Denken langsam abstellen. Und in den Advanced Workshops, das will ich noch schnell sagen, also er fängt an, dass du atmest und dass du deine Hand aufs Herz legst und dass du zur Ruhe kommst und dass du diese Weite anfängst zu spüren. Und nach circa, weil dort gibt es ja einen ganzen Tag Zeit zu meditieren, also nach circa 5 bis 10 Minuten sagt er dann, okay, und jetzt lasst uns den Geist aus dem Körper ziehen. Und dann fängst du also an, er sagt, setz dich aufrecht hin. Dann sagt er, gibt er als Tipp selber, dass er sagt, okay, ich verschränke immer meine Hände so in dieser Namaste-Position vor meinem Herzchakra, weil mir das eben hilft nachher, das sagt er auch immer, presse, wenn du dann oben angekommen bist mit dem Atmen. Also, du fängst so an, du setzt dich so hin, machst den Rücken gerade, und dann hat er noch den Tipp gegeben, dass du eben erst kurz ausatmest, also dass du nachher, wenn du dann anfängst, dich darauf zu konzentrieren, auf dein erstes Energiezentrum, er möchte das ja nicht Chakren nennen, weil er das religionsfrei erklären möchte, dass alle Zugang haben. Und dann fängst du an und ziehst deine Beckenbogenmuskeln, also unten alles, wie wenn du Pipi musst, also Perineum, zusammen und fängst an einzuatmen. Und dann ziehst du den Atem ganz langsam entlang der Wirbelsäule nach oben, während du gleichzeitig eben unten auch dann deine unteren Bauchmuskeln und deine oberen Bauchmuskeln langsam anspannst. Und dein Atem geht quasi der Wirbelsäule entlang, durch die Chakren nach oben, bis ins 7. Chakra, also oben am Kopf. Und wenn du dann oben angelangt bist, also sollst du deine Aufmerksamkeit nach oben
lenken, dein Atem geht nach oben und irgendwann mal sollte es eben nach oben rausgehen, die ganze Energie. Und du leitest aber die Energie durch Atem und Intention. Das ist eigentlich die Richtung. Und wenn du dann angekommen bist oben, sagt er ja auch, wenn er die Atmung anleitet, dann sagt er eben, und squeeze, also drücke, nochmal alles anspannen. Und dann drücke nochmal weiter, dass die Energie nach oben, nach raus kann. Also so, dass der Fluss in Gang kommt. Und dann drückst du und dann sagt er, okay, entspann dich, relax. Und dann atmest du locker durch und kommst wieder zu dir. Und dann in der nächsten Sequenz geht es wieder los, oder? Du atmest aus und dann nimmst du deinen Atem und ziehst wirklich den Atem nach oben, als wie wenn du die Flüssigkeit eines Strohhalmes so langsam nach oben ziehst. Und währenddessen drückst du halt unten, dass die Energie, die dort gespeichert ist, freigesetzt wird und nach oben raus kann. Und wenn du das eben lang genug übst, wird es erstens mal immer, immer leichter. Und zweitens mal, irgendwann mal kommt, das habe ich auch in dieser Atmung noch nie erlebt, es kommt dann so eine Art Hirnorgasmus, so eine Art Plop, wo dann wirklich alles frei kann strömen und dann kommt eben auch wieder universelle Energie von oben rein und dann gibt es wirklich so einen Kreislauf, oben raus und oben und dann wirst du wieder gefüllt von dieser universellen Energie. In dem Buch Becoming Supernatural, also Werde übernatürlich, ist es auch erklärt mit so einem Beispiel von einem Apfel oder auch so einem schwarzen Lochbild, wo dann irgendwie Energie rauskommt und gleichzeitig rein. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen. Ihr müsst auf jeden Fall üben. Auch unsere Teamleaderin, die Sue, hat uns das nochmal erklärt. Also wenn du so da sitzt und dann plötzlich auch keinen Atem mehr hast, um weiter hochzukommen, atme noch mehr ein durch die Nase oder mach nochmal so und drücke weiter. Hallo Eva, hallo Claudia. Ja, ich habe jetzt versucht nochmal die Atmung zu erklären, weil der Winnie mich nochmal gebeten hat. Ja, ich hoffe, ich habe das gut so einigermaßen übergebracht. Ich weiß nicht, ich habe es noch nie auf Deutsch erklärt, gehört irgendwie, wie die das in den Meditationen machen, weil ich mache immer alles auf Englisch. Aber das ist so eigentlich das Wichtigste. Vor allem, dass du einfach diese Durchgänge machst und auch in den Advanced Workshops, der sagt auch immer, give me your best. Und dass du wirklich so richtig voll dabei bist und wirklich versuchst hier deinen Kanal zu öffnen und die Energie von den unteren Energiezentren nach oben zu bringen. Und übt einfach, übt. Und that's it. Es gibt nichts zu erreichen. Das ist auch wichtig. Es gibt nichts zu erreichen. Es geht wirklich nur darum, deinen Kanal zu reinigen, den Geist aus dem Körper rauszukriegen, dass du schneller in diesen Raum, in den Space of Nothingness kommst, wo du quasi mit der Quelle, mit allem oder mit der Leere oder mit der Fülle, wie du es nennen willst, ist das Gleiche, verbunden bist. Yes! Also, ich hoffe, das hat euch geholfen. Sonst schreibt mir in den Kommentaren. Ich versuche es gerne noch mal ein bisschen besser zu erklären. Vielleicht kann es auch jemand anders noch irgendwie zusätzlich erklären. Aber es soll keine Krux sein, oder? Das übt es einfach, probiert es. Also, einen schönen Tag euch noch. Tschüss Claudia, tschüss Eva, alle, die noch da sind. Bye, bye.